Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und wie ihr im Thumbnail schon gesehen habt, basteln wir tatsächlich schon für Weihnachten. Denn im Juli ist immer die Aktion Christmas in July, also Weihnachten im Juli. Und ich habe mir dafür eine einfache und schnelle Karte ausgedacht. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich die gemacht habe, bleibt doch einfach dran. Für die heutige Karte brauchen wir alle Bestandteile, die man zum Embossen braucht. Das heißt ein Erhitzungsgerät, Stempeltinte auf Ölbasis wie Versamark oder mein Stempelkissen ist jetzt mal vom Teddy gewesen. Dann um die Statik vom Papier zu lösen, entweder Babypuder oder es gibt auch extra so eine Statik-Remover im Bastelläden oder Online-Shops. Dann habe ich mich für Embossing-Pulver in Kupfer entschieden. Da wir ja jetzt für Weihnachten basteln, würde auch Gold oder Silber gehen. Dann an Papier ein Reststück in Weiß, ein Stück DSP, also Designer Series Paper, in der Größe, in der nachher euer Stanzteil ist. Bei mir ist das jetzt deutlich kleiner als das Papier, aber ja, ihr seht es nachher beim Stanzen. Das heißt, ich benutze heute auch die Big Shot. Dann eine Karte. Meine hat jetzt die Größe 10,5 x 15,5, weil das eine fertige Doppelkarte ist. Wenn ihr eure Karte selber macht, halbiert einfach ein Stück A4 und passt dann den schwarzen Karton an. Meiner ist jetzt 5 mm kleiner, also 10 x 15. Und eurer wäre dann einfach 5 mm kleiner als eure Karte. Dann an Stanzen habe ich mir einmal eine Etikettenstanze ausgesucht. Solltet ihr sowas nicht haben, schneidet euren Spruch einfach mit der Schere aus. Und dann könnt ihr euch solche Ecken selber schneiden oder ein Fähnchen draus machen oder es einfach gerade lassen. Und für mein Designerpapier, wovon ich eben schon gesprochen habe, habe ich jetzt hier ein Stanzenset von Sizzix. Ich möchte diese drei Stiefel auf meiner Karte verwenden. Und jetzt seht ihr auch, mein Papier ist noch deutlich größer. Also ja, guckt da einfach auch sonst in eurer Restekiste, was dann zu eurem Stanzmotiv passt. Und zum Stempeln brauchen wir einmal Stempeltinte in Weiß. Und ich habe mich jetzt für Grün entschieden, einfach eine passende Farbe zu der Grundkarte. An Stempelsets habe ich einmal einen großen Hintergrundstempel. Solltet ihr keinen Hintergrundstempel haben, könnt ihr euch auch einfach passende Weihnachtsmotive oder Sprüche aussuchen und die einzeln auf euren schwarzen Karton stempeln. Das geht genauso gut. Und meinen Spruch habe ich jetzt aus einem Stempelset, was es letztes Jahr bei Stampin' Up gab. Ist also nicht mehr erhältlich. Einfach ein frohe Weihnachten. Guckt da einfach, was von der Größe her zu eurer Karte passt. Und zum Kleben nehme ich heute 2 mm 3D-Pads und doppelseitiges Klebeband. Wenn ihr kein doppelseitiges Klebeband verwenden wollt, nehmt einfach Flüssigkleber. Als erstes gestalten wir den Hintergrund. Das heißt, wir brauchen den schwarzen Karton, den Hintergrundstempel und die weiße Tinte. Denn die weiße Tinte sind meistens so eine Krafttinten und die brauchen einfach ein bisschen, bis sie trocken sind. Das heißt, ich lege mir jetzt meinen Hintergrundstempel einfach vor mich hin und trage die weiße Tinte großflächig auf. Und dabei mache ich die Fläche jetzt ruhig ein bisschen größer als meinen Karton. Und wenn ich den jetzt hier drauf lege, werde ich den nicht direkt an die Kante quetschen. Und dann nehme ich mir ein Stück Schmierpapier zur Hilfe und drücke den schwarzen Karton mit dem Druckerpapier einmal fest, sodass die Farbe gut übertragen. Und dann
Lege ich das vorsichtig mit der Hand oder mit einer Pinzette ab. Da das jetzt Krafttinte ist, werde ich das gleich reinigen. Und zwar habe ich hier wieder mein Mikrofaser- bzw. Brillenputztuch und nehme einfach ein bisschen Stempelreiniger. Da es ja ein Gummistempel ist, der braucht einfach ein bisschen Pflege und mache den einmal sauber. Und den Hintergrund können wir uns jetzt beiseite legen, irgendwo, wo man nicht drauf toucht, sodass er in Ruhe trocknen kann. Als nächstes nehme ich mir jetzt meine Stanz- und Prägemaschine zur Hilfe. Ich habe wie immer meine magnetische Plattform hier und nehme mir mein Designerpapier und mein ausgesuchtes Stanzmotiv und stanze das einfach einmal aus. Und dann könnt ihr das Papier entweder mit so einem Papiertool, also so einem Quilling-Tool, was noch so eine Spitze hat, so eine Pricknadel, entweder einzeln rausdrücken oder es gibt so eine Matte und so eine Bürste. Und damit rollt man einfach einmal drüber. Und dann sollten sich eigentlich alle Teile gelöst haben und man kann das Stanzmotiv dann hier vorsichtig rausnehmen. Ich sag mal, das lohnt sich nur, wenn man wirklich viele Karten macht. Sonst einfach ja, so eine Prickelnadel. Das reicht auch vollkommen aus für jetzt für, sag ich mal, für 10 Weihnachtskarten. Sollten es mehr werden, lohnt sich so eine Bürste schon. Jetzt geht es auch schon ans Embossen. Das heißt, ich nehme mein Reststück weißen Karton, meinen ausgesuchten Stempel, das Embossingpulver, mein kleines Säckchen mit dem Talcumpuder und meine Embossing-Tinte. Und als erstes nehme ich mir diesen. Starte dieses kleine Säckchen mit dem Talkum oder mit dem Babypuder und gehe da einmal großzügig über mein Papier. Und dann packe ich das auch gleich wieder weg, weil das hinterlässt überall das feine Pulver. Und dann nehme ich mir meinen Stempel und das Stempelkissen und setze meinen Spruch jetzt ungefähr mittig auf das Papier. Das Ganze muss dann ein bisschen angedrückt werden. Also da gebe ich der Tinte auch immer ein bisschen Zeit, um sich auf das Papier zu übertragen. Und mit einem Schmierpapier als Unterlage kann ich jetzt mein Embossing-Pulver und das schmelze ich dann mit meinem Heat-Tool. Mit meiner Etikettenstanze stanze ich mir jetzt den Spruch ungefähr mittig aus. Und ich muss sagen, mit meinem goldenen Embossing-Pulver, die Karte zeige ich euch nachher noch, hat das ein bisschen besser funktioniert. Da kann man den Spruch ein bisschen besser lesen. Aber wir belassen es jetzt einfach dabei. Und dann nehme ich mir jetzt noch meine Karte, meinen Hintergrund, meine Stanzteile und setze die Karte zusammen. Das heißt, auf mein schwarzes Papier
klebe ich jetzt auf die Rückseite doppelseitiges Klebeband, damit man da nicht immer mit der Schere arbeiten muss. Nehme ich mir einfach einen Acrylblock, lege den an die Kante und reiße das doppelseitige Klebeband ab. Es gibt eine gerade Kante und geht deutlich schneller, als da mit der Schere immer rumfuchteln zu müssen. Und man kann das doppelseitige Klebeband auch nochmal schön glatt ziehen. Das heißt, ich streiche immer einmal komplett drüber und reiße es dann am Ende ab. So, in der Mitte noch. Und dann klebe ich das auf meine Grundkarte. Dabei achte ich wie immer darauf, dass die Öffnung auf der richtigen Seite ist. Sonst, ja, ist die Karte, bevor man sie fertig gemacht hat, schon, ja, kann man von vorne anfangen. So, jetzt gucke ich, welche Richtung mir besser gefällt, ob so rum oder so rum, aber ich denke, ich werde es so rum aufkleben. Und dann setze ich das einfach einigermaßen mittig. Und nicht schräg auf die Karte. Auf mein ausgestanztes Motiv klebe ich mir jetzt die 3D-Foam-Pads und das mache ich auch wieder mit meiner Pricke-Nadel. Ich fange da immer in den Ecken an. Und achte darauf, weil das doch ziemlich schmal ist, dass ich die 3D-Foam-Pads so aufsetze, dass sie nicht unbedingt durchscheinen. Dann klebe ich einen in die Mitte. Und dann wiederum nochmal in die Mitte, weil sonst das Stanzelmotiv einfach ja, in sich zusammenbricht, wenn ich das auf die Karte klebe. Auf den Stiefeln versuche ich jetzt auch nochmal 3D-Foam-Pads unterzubringen. Bei diesem hier wird es natürlich schwierig. Der hängt dann halt einfach ein bisschen in der Luft. Und bei diesem hier kann ich hier einen ganzen draufsetzen. Und dann setze ich hier oben nochmal einen halben hin. Und dann kann das auch schon auf die Karte geklebt werden. Mein embosstes Etikett lege ich mir jetzt hier einmal an die Seite und schaue, beziehungsweise habe ich vergessen. Ich wollte den Rand ja noch mit meiner grünen Stempelfarbe einfärben. Da drücke ich einfach nur die Kanten in das Stempelkissen. Ja, das war jetzt natürlich ein Fail. Mal gucken. Nein. Das geht so nicht. Ich embosse das nochmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Nachdem ich jetzt nochmal embossed habe, habe ich mir jetzt die Ränder eingefärbt und jetzt schaue ich, wo ich mein Etikett ungefähr haben möchte. Ich denke ungefähr auf dieser Höhe. Und dann nehme ich mir wieder meine 3D-Foam-Pads und schaue jetzt ungefähr, wo ich hier Foam-Pads aufbringen kann, sodass ich nicht mit dem Stempelmotiv bzw. mit dem Stanzenmotiv in Kontakt komme. Weil es soll ja flach auflegen. So. Und dann
ziehe ich einfach die beiden ab. Lege es hier so gerade wie möglich auf. Und damit ist die Karte auch schon fertig. Jetzt, wie versprochen, zeige ich euch noch das Modell in Rot. Ich muss sagen, ich finde sie beide sehr schön, aber mir gefällt das Gold besser als das Kupfer. Ja, damit war es jetzt auch schon mit Christmas in July. Das ist schon mal so ein kleiner Vorgeschmack auf die Weihnachtszeit. Da werden ganz viele Projekte folgen, rund um Karten basteln, Verpackungen, Geschenke schön einpacken. Deshalb abonniert gerne meinen Kanal. Ich freue mich, wenn ihr wieder vorbeischaut. Bis dann. Tschüss.